Ja, hi Leute, hi YouTube und liebe Abonnenten und solche, die es noch werden wollen. Diesmal geht es im Video ein wenig mehr in die Richtung IT. Ist ja auch ganz passend, weil nächste Woche fängt in Berlin die IFA an. Und zwar geht es um die App Voxer, das habt ihr im Titel höchstwahrscheinlich schon entnommen. Und dabei handelt es sich um eine Alternative zu WhatsApp für die Leute, die mehr verbal kommunizieren wollen. Ich zeige euch das jetzt mal kurz und am Ende gibt es natürlich wieder mal mein Fazit. Ja, kommen wir jetzt zum Hands-on der lieben App hier, die Voxer. Ich habe es jetzt einfach mal gestartet und hier seht ihr schon, bei Chats sind die Chats, die ihr zuletzt geführt habt. Unter Freunde habt ihr dann entsprechend eure Freundeslisten und unter Ich seht ihr dann das eigene Profil. Jetzt gehen wir erstmal zu den Einstellungen. Da kommen wir hier rüber jetzt nicht über die Menütaste, sondern hier oben rechts. Wenn ihr oben auf Freunde einladen klickt, dann bekommen eure Freunde eine SMS mit einem Link zu der App. Finde ich ein bisschen antiquiert, per E-Mail und so wäre natürlich wesentlich besser. Unterstützung haben wir einmal Hilfe, Feedback senden, das Ganze bewerten, bei Twitter oder bei Facebook der App folgen. Dann Ton und Benachrichtigung. Hier kann man automatisch aufs Ohr umschalten, wenn das Telefon ans Ohr gehalten wird. Ansonsten wird der Lautsprecher des Telefons benutzt. Dann kann man natürlich auch für eingehende Nachrichten benachrichtigt werden oder nicht. Die Audioqualität könnt ihr hier manuell einstellen. Ist ein bisschen tricky, also muss man ausprobieren, wenn man will. Rauschreduzierung mehr oder weniger etc. beeinflusst dann entsprechend die Audioqualität. Wenn ihr eine LED am Smartphone habt, was hier am Galaxy Note jetzt nicht der Fall ist, könnt ihr die Farbe für die Benachrichtigung natürlich auswählen und Push-to-Talk aktivieren. Push-to-Talk ist in dem Fall, dass man die Laut-Leise-Taste zum Senden der Nachrichten benutzen kann. Ist auf jeden Fall praktisch. Gehen wir mal zurück. Dann haben wir noch über Voxer-Version, haben wir hier die 1.2.2.0.0.1.6, die Servicebedingungen und die Private Policy haben wir hier. Ah, da habe ich noch fast eine Einstellung, glaube ich, übersehen, und zwar die Account-Einstellung. Die ist in den Einstellungen versteckt. Klickt man hier drauf. Und dann könnt ihr die Benutzerdaten löschen, zum Beispiel, wenn ihr das Ganze nicht mehr benutzen wollt, bis ihr euch wieder einloggt. Das ist dann ein bisschen Datensicherheit, weil viele Leute ihr Handy öfter mal verlieren. Ihr könnt den Account natürlich auch komplett löschen, indem ihr unten einfach mal auf Account löschen klickt. Und ansonsten könnt ihr die Kontakte auch im Adressbuch speichern, die ihr bei Voxer generiert. Es gibt einen Privatmodus, in dem man nur anhand der E-Mail-Adresse gefunden werden kann. Ansonsten auch mit dem Namen. Was mir noch auffällt, ist, die ganze App ist noch nicht komplett deutsch. Es gibt einige Fehlerchen manchmal oder einige Sachen sind noch in Englisch. Den Standort teilen, den könnt ihr einfach mal hier aus- und einschalten, wenn ihr also nicht wollt, dass euer Standort mitgesendet wird. Und dann gibt es auch zwei verschiedene Themes, also die Auswahl ist da nicht so groß. Ja, gehen wir nochmal weiter zurück und zwar öffnen wir einfach mal einen Chat mit einem eurer Freunde. Ich nehme jetzt hier von Walkie, also das ist jetzt von der App selber, Beispielnachrichten etc. Ihr seht schon, bekommt ihr gleich eine Willkommensnachricht. Dann steht dann immer, woher die Nachricht gesendet wurde. Den Standort könnt ihr also mitsenden, wenn ihr Nachrichten sendet, optional. Hier in dem Fall Ingolstadt, San Francisco und so weiter. Dann könnt ihr natürlich mit der App Audionachrichten schicken. Das klingt dann ungefähr so. Ja, und dann gibt es auch die Möglichkeit, Fotos zu teilen. Wie ihr seht, kann man auch reinzoomen, ist niedrig auflösen, das könnt ihr auch speichern oder selber nochmal teilen. Hier gehen wir auf Nachrichten schreiben, hier könnt ihr dann entsprechend eure Nachricht tippen. Dann haben wir hier weitere Optionen, Benachrichtigung ein und aus für die Person, also für den jeweiligen Chat, den ihr aufhabt. Man kann jemanden zum Chat hinzufügen, ihr könnt also auch Gruppenchats machen, sehr praktisch, zum Beispiel wenn ihr auf einer Veranstaltung seid und trefft euch mit mehreren Leuten und wollt mit ihnen über Audionachrichten oder Textnachrichten in Kontakt bleiben, dann könnt ihr hier alle einfach eine Gruppe einfügen. Dann natürlich Nachrichten löschen etc. und halten und sprechen. Das ist jetzt eingeschaltet, das ist zwar folgende Funktion. Gehen wir mal zurück. Hier in dem mittleren Button, den müsst ihr drücken, um zu sprechen, denn das ist ja die Hauptfunktion von Voxer. Ihr könnt Audionachrichten senden. Ihr könnt nicht nur Bilder senden oder Textnachrichten, sondern auch Audionachrichten. Das Ganze geht dann wie folgt. Ihr drückt hier drauf. Wenn ihr loslasst, dann passiert quasi nichts. Ich will nochmal senden. So, dies ist eine Testnachricht. Hallo, hallo. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. So, und dann wird die Nachricht gesendet. So, dies ist eine Testnachricht.
Und was ich sehr gut finde, ist halt die Option Halten und Sprechen aus. Und zwar fürs Auto zum Beispiel. Das heißt, ihr müsst nur kurz antippen und dann startet die Aufnahme und dann könnt ihr einfach in Ruhe weiterfahren, euch im Verkehr konzentrieren und trotzdem eure Nachricht senden. Und wenn ihr fertig gesprochen habt, dann stoppt ihr die Aufnahme einfach. Ihr solltet nur nicht vergessen, das Ganze auch auf Stoppen zu drücken. Die Aufnahmen, die ihr bekommt, die werden in der Regel live abgespielt, wenn ihr euch im Chat befindet und die App offen habt. Bei der Pro-Version glaube ich sogar, wenn ihr die App nicht offen habt. Das könnt ihr bestimmt dann einstellen. In der kostenlosen Version ist das nicht möglich. Ihr müsst also im Chat bleiben und dann wird die Nachricht automatisch abgespielt. So, ich starte jetzt die Aufnahme auf dem anderen Smartphone und Starten jetzt die rede hier. Aufnahme auf dem Und anderen während ich Smartphone spreche, wird bereits und auf dem rede hier. Empfangsgerät Und abgespielt. während Also ich es ist fast spreche, live. wird bereits auf dem Empfangsgerät abgespielt. Also es ist fast live. Ja, also wie ihr seht, das ist fast in Echtzeit, 4 Sekunden Verzögerung ungefähr, sehr praktisch. Also wie CB-Phone könnte man fast meinen, nur halt, dass es nicht öffentlich ist, sondern halt mit entsprechend euren Freunden. Ihr könnt also, wie gesagt, auch den Standort senden, wenn ihr GPS aktiviert habt. Hier in dem Fall habe ich eine Testnachricht kurz geschickt, dann steht dann Berlin da. Und dann klickt ihr zum Beispiel hier einfach drauf. Das ist jetzt vom Sender in San Francisco zum Beispiel. Dann seht ihr den genauen Standort, der hier dann per GPS entsprechend gesendet wird. Und ihr könnt Profile anlegen, da stehen eure Namen drin, eure Telefonnummer. Zum Registrieren müsst ihr nämlich euren Namen angeben. Und ihr könnt dann später über euren Namen oder die E-Mail-Adresse gefunden werden. Hier seht ihr kurz so ein Beispielprofil. Ja, und wenn ihr dann Profile suchen wollt, also Freunde finden wollt, dann klickt ihr auf Freunde, dann auf Suchen und dann zum Beispiel, weiß nicht, sucht ihr eine Susi H, weil ihr den Nachnamen vielleicht nicht mehr kennt. Und dann sucht ihr euch alle Susi H raus, die ihr findet. Und dann kann man auch hier, hat man entsprechend Vorschaubilder und dann klickt man einfach drauf, dann sieht man das Profil, eventuell den Standort, wenn er freigegeben ist, und dann könnt ihr auch euren Freund hinzufügen. Ihr könnt die Person allerdings auch blockieren. Man wird ja vielleicht auch mal zugespammt, von Unbekannten angeschrieben oder angerufen. Ist natürlich in dem Fall äußerst praktisch die Funktion und von daher alles drin, was man so braucht bei der App. Ja, kommen wir noch zu Funktionen, die ich erwähnt hatte, und zwar Push-to-Talk mit dem Laut-Leise-Button. Einfach mal hier die Laut-Taste drücken, passiert jetzt gar nichts, aber wenn ich jetzt hier unten auf Leise drücke, dann kommt ein kurzer Ton und dann könnt ihr sprechen, solange ihr die Taste gedrückt habt. Und wenn ich loslasse, dann versendet er die Nachricht, beziehungsweise Status gesendet in dem Fall. Denn senden tut er ja live sofort, sobald ihr mit dem Sprechen anfangt. Das Ganze funktioniert übrigens nicht bei ausgeschaltetem Display. Also wenn ich jetzt Display ausschalte und senden möchte, es klappt nicht. Wenn ich es jetzt wieder einschalte, ja, dann habt ihr wieder den App-Screen, in dem Fall den offenen Chat, und dann könnt ihr auch problemlos sprechen, senden, fertig und abspielen. Der Vorteil ist also, ihr könnt Live-Nachrichten empfangen und ihr könnt auch einfach mal die Nachrichten, die ihr empfangt, später anhören. Ihr könnt Textnachrichten schicken. Ein Nachteil hat das Ganze in dem Fall, ihr könnt Nachrichten nicht löschen. Ihr könnt den Text kopieren, markieren, ihr könnt die Nachrichten aber nicht löschen. Was ihr machen könnt, ihr könnt den kompletten Chat löschen. Ich klicke einfach mal drauf. Chat löschen. So, und dann werden alle Nachrichten aus diesem Chat gelöscht. Bei Freunden könnt ihr übrigens auch gleich Gruppenchats starten, indem ihr mehrere Leute anwählt und dann einfach mal auf Vox drückt und die Nachricht sendet. Gruppenchats könnt ihr natürlich auch einfach verlassen. Also wenn ihr einen Gruppenchat startet und wollt dann nicht mehr daran teilhaben, dann könnt ihr den auch problemlos wieder verlassen. Das Fazit. Ja, also für mich ist die App eigentlich sehr gut. Ich finde sie sehr praktisch, besonders wenn man halt Auto fährt, ist sie einfach mal sehr, sehr viel komfortabler als WhatsApp oder andere reine Text-Messenger. Bei WhatsApp gibt es zwar inzwischen auch die Möglichkeit, per Audio-Nachricht zu senden, allerdings muss man die Taste gedrückt halten. Ist beim Fahren sehr unpraktisch und natürlich auch ein bisschen gefährlich. Und hier kann man halt einfach die Taste kurz antippen zum Starten der Aufnahme. Ja, ansonsten der größte Nachteil dieser App ist wohl, dass sie einfach mal kaum jemand benutzt. Ihr habt es ja an meiner Liste gesehen, die ist sehr klein. Und das ist natürlich im Gegensatz zu WhatsApp, was sehr verbreitet ist, ein ziemlich großes Problem. Andererseits hat man dann vielleicht auch Ruhe, wenn man mal nicht so viele Leute kontaktieren möchte und lieber im engen Freundeskreis was machen möchte, dass man denen sagt, installiert doch mal diese App. Der andere Vorteil ist, man kann es quasi wie ein Funkgerät benutzen, indem man einfach mal auf die Laut-Leise-Wippe drückt und dann redet.
Auch sehr praktisch manchmal. Ja, wer mehr will, das Ganze gibt es auch in Pro-Version und vor allen Dingen auch als Business-Version. Da gibt es dann so eine Funktion wie Live-Tracking des anderen, also sowas wie früher Google Latitude war, dass man halt den anderen live sieht, wo sein Standort ist. Ist vielleicht interessant für diverse Unternehmen, Messenger-Dienste, Taxi-Unternehmen oder ähnliches. Für privat eher nicht so sinnvoll, denke ich mir. Da reicht die kostenlose Standardversion vollkommen aus. Ich finde es praktisch. Die Sprachqualität scheint ein bisschen zu schwanken. Mal ist sie sehr gut, mal eher mäßig. Aber das Wichtigste ist, man versteht den anderen und das ist die Hauptsache. Und ich würde es gerne öfter benutzen als WhatsApp. Allerdings, wie gesagt, es nutzt keiner. Heutzutage sind die Leute anscheinend eher darauf zu schreiben. Aber man kann genauso gut Audionachrichten senden. Es geht einfach schneller, es spart Zeit. Schön ist halt, dass man bei Audionachrichten einfach mal mehr Emotionen reinbringen kann. Sag, hey, wie geht's dir? Ist im Text einfach nur, hey, wie geht's dir? Wie derjenige das aussprechen würde, bleibt der Fantasie zu überlassen. Kommt auch eher zu Missverständnissen bei Texten. Ich finde Audio besser, aber das muss ich wahrscheinlich auch erst wieder etablieren bei den Menschen, dass sie sich mal ein bisschen mehr verbal miteinander unterhalten. Für diesen Zweck Voxer, sehr empfehlenswerte App, kostenlos. Und solange es kostenlos bleibt, absolut meine Empfehlung. Probiert sie einfach aus, kostet ja nichts, außer ein bisschen Zeit und bildet euch euer Urteil einfach selbst. Ja, das war's erstmal. Jetzt gibt es demnächst die IFA, wie gesagt, und da bin ich auch zugegen. Liefere euch einige Hands-on-Videos und deswegen werden wahrscheinlich auch ein paar mehr Videos kommen in den kommenden Wochen. Wobei es kommt darauf an, wie lange ich brauche zum Schneiden, weil wenn ich von früh bis spät auf der IFA bin, ist natürlich ein bisschen problematisch, euch dann rechtzeitig mit Videos zu beliefern. Beides gleichzeitig ist ein bisschen schwierig. Ich versuche es einzurichten und euch dann entsprechend neue Videos zu geben. IFA Hands-Ons. Wenn es irgendwas gibt auf der IFA, was ihr unbedingt sehen wollt, aber selber nicht hin könnt, dann postet am besten unter dem Video einen Kommentar. Ich versuche es dann irgendwie für euch zu beobachten und vielleicht als Video dann beizufügen. Ansonsten IFA vom 6. bis zum 11. September in Berlin. Eintritt kostet regulär 17 Euro am Tag. Dauerkarten gibt es leider nicht. Vielleicht sieht man sich ja da zufällig. Bis dahin, bis zum nächsten Video. Vergesst nicht, Kanal abonnieren, Facebook-Seite vielleicht auch. Bis dahin, ciao.